So. Leite beim Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Am Ende wartet der Ruhm. Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. So viel zum Thema, wir herrschen zusammen, ne? In einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Sollte ich mal wieder ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja, und ich halte unsere Krieger in Form. Das ist ja gut, dass du direkt Bewertung geschrieben hast. Das ist eine Frechheit. Weißt du, da kaufst du dir die Sachen nach, die gut waren, und kriegst nur noch Müll. Also, nee. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Wirklich frech. Oh. Odin. Was ist hier denn los? Ja, ist übel. Ah, echt. Da bist du ja. So nervig. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in England. Ja, ich bin zum Allergologen, weil sich mir die Lunge zugezogen hat. Ich habe keine Luft mehr gekriegt, speziell im Hochsommer. Ja, wir sind die Fremden. Freunde zu finden, würde uns helfen. Dann war ich beim Lungenfacharzt. Meine Kundschafter überbringen uns täglich Test gemacht. Und so langsam fange ich an, dann in die Kammer, ne? Muss dann erstmal atmen und dann auf dem Fahrrad und bla bla bla. Über jede Region erzählen, bevor und da du war das dann so, ich verstehe. Dass mit so einem Spray, ne? Hexer, bla bla bla. So ein Notspray, hat er das genannt. Damit hatte ich dann noch 30% Lungenkapazität. Ohne das fast gar nichts mehr. Ja, nach dem bisschen Desensibilisierung, seitdem ist es besser. Also die Lunge ist anscheinend voll funktionsfähig, nur zieht sich halt noch alles zu. Ne? Aber krass. Sprich mit ihm. Das Kind hatte ich auch eine Desensibilisierung. Ja, hat aber anscheinend nicht so gut funktioniert, ne? Ist sicherlich besser. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ja, es ist schlecht. Das ist so ein allergischer Schock. Erzähl mir mehr über Legrakestashir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Cheopedun, um Ober- und Ivar Ragnarsson zu treffen. Anaphylaktischer Schock, genau. Ich hörte, stehen sie kurz davor, den König genau, Mercias zu verbannen. Anaphylaktischer Schock, ist mir auch nicht eingefallen. Also mir ist es nicht eingefallen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort Copy sein und paste, helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ich werde mich angeloben. Schnell gegoogelt, ja. Feine Sache. Siehst du, Copy and paste. Beste, was du machen kannst. Gut, ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedun ist recht weit im Norden, am Trent. Cheopedun. Sigurd wird mit den Ragnarssons hier sein. Da drin? Oh. Wer steht hier vor Ivar Ragnarsson? Ivar? Sigurd Strenger? Ivar hat doch die Beine kaputt. Avagor? Eivor. Wenn du weitermachst. Ivar war ein Krüppel.
Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Die Serie war super geil. Es gab eine Zeit. Super geil. Sich auf dem Schlachtfeld. Also ich war früher schon Fan von Ragnar Lodbrok, aber als die Serie kam, die haben sie ja richtig geil gemacht, ne? Das war wirklich gut. Und nun schüttelt man Hände und schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd. Als meine Ex-Frau dann schwanger war mit meinem Sohn, ne? Da haben wir dem Kleinen, also wir wussten noch keinen Namen, da haben wir ihn, als Projektnamen haben wir ihm Ragnar gegeben. Meine Mutter immer, und wie geht's dem kleinen Ragnar? Guter Junge. Cool. Jetzt heißt er nicht so. Du bist frei, Sachsenschwein. Wüte wieder durch die mersischen Felder. Aua! Voll auf die 12. Ich hätte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Wie nennt man diesen Ort? Ich nenne es Drecksloch, aber für Mercer ist es Rheapedun. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast dein Messer tief in das Herz dieses Königreichs gestoßen. Und ab! Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burgred und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich noch. Ich habe neulich Joker 2 angesehen. Ich stimme den enttäuschten Kritiken zu. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber einige Bekannte von mir. Das muss ja eine Art Musical sein, ne? Arbeitskollege war im Autokino. Und hat gemeint, er war sowas von enttäuscht. Also Teil 1 war ja super geil. Super geil. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Aber der Teil König zwei. Ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Ich weiß gar nicht, ob ich den sehen will. Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was eine mir zusteht. Eine Mietklinge. Wäre ich an deinem Scheiß bin lieber runter, oder? Würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwind. Ab in die Ecke. Das Feilschen um Silber ziemt sich nicht. Ja, aber wo ich so krank war? Haha. Ringe der Macht habe ich dann Staffel 2 geguckt. Die komplette Staffel an einem Tag. Die ist wirklich gut, ne? Oh, da habe ich richtig Bock gekriegt. Du kommst genau zur rechten Zeit. Aber jetzt nicht schlecht gemacht, aber die Story, die war so unnütz. Das führte nirgends hin. Okay, okay. Ja, und viel Gesinge, ne, wurde mir gesagt. So Musical-filmmäßig. Weiß nicht. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Ceolwulf? Ist das der Bruder von Beowulf? Bist du zum Herrscher über ein Königreich geeignet? Oh Gott, Alter. Wikingerherrschaft durch einen Sachsenkönig. Der jetzige König wird nach deinem Kopf verlangen. Okay. Hast du denn das Zeug zum König? Eines Tages, hoffentlich. Fürs Erste konnten wir uns immerhin einigen. Ja, auch, aber immer der dann, König hat was interessant wurde. Angebote abgelehnt. Um ja den Moment komplett zunichte zu machen. Oh, er scheiße. Neuer König, scheiße. Ärgerlich. Ärgerlich. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamerbjord verschanzt. Sein Teil 1 hatte so viel Potenzial freigegeben für eine Fortsetzung, ne? Wir haben sie wochenlang belagert, naja. Ohne Erfolg. Wir haben genug angehört. Was habe ich noch geguckt, als ich da auf jetzt die Couch gelegen habe die Woche? Wenn wir Tamerbjord einnehmen, Burgred absetzen der Film. Und Ceolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. So ein Horrorfilm. Ja, absetzen.
Ich kann nicht genug wo sie leise sein müssen, damit diese komischen Viecher, die nicht hören, sie nicht abschlachten. Als König hängt davon ab. Gibt es zwei Teile davon, oder ich sehe jetzt sogar einen dritten Teil davon, und sogar ein Spiel gibt es davon. Genau, A Quiet Place. Da habe ich dann Teil 1 und Teil 2 direkt nacheinander geguckt. War nicht schlecht, fand ich ganz cool. War gut gemacht. Können wir jetzt Ceowulf vertrauen? Ceowulf hat seinen König verraten. Vielleicht wird er uns morgen verraten. Warum trauen wir ihn? Ich muss mal kurz das kann ich nur mithören. Mit der Bitte beantworten, mir zu glauben. Ich will nur das Beste für das Königreich Mercia und seine Leute. Und ich will das Beste für meinen Sohn. In Burgrads Mercia, wo Dänen und Sachsen einander täglich ermorden. Ach so, und Seven vs. Wild. Das ist ein guter Plan. Habe ich dann mal. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. 12 Folgen geguckt. Du gewinnst, gewinnen aber, ein Bündnis zwischen diese Reaction-Videos, wo alle reacten, ne? So diese Compilation. Du haben, was du die gehen ja dann 2,5 Stunden. Das war schon. Die kühnen Söhne Ragnars lassen eine Aufgabe, sag ich mal. Der Speere und Schilde erklingen. Aber geil. Lass die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Da ist ja, jemand, gab ein bisschen Beef, aber eher hinterher. Ich muss pissen. Eher hinterher. So, ja, ich sag mal, die Lager ersten von drei Folgen, glaube ich. Geh ruhig vor. Hat sich der Beef aufgebaut. Dann hat Reo, derjenige wir warten so lange oder einer von den Beefern schön, dass du und dein Bruder hier seid. Hat dann nur, um alle etwas zu aufgegeben, hat sich abholen lassen. Und dann im Nachhinein fing der Beef erst an. So. Also der Beef entstand jetzt seit der Ausstrahlung. Nur aus den aber Gründen, Kinder kamen eigentlich. Kinder kamen. Es gibt schon böse Stimmen, die sagen, wie sagen sie? Wird Seven vs. Wild zu Hartz IV TV oder wie sie es. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es beschrieben haben. Eivor, ist das bin ich selber. Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberung. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen, um einen... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Ceolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Ceowulf sorgt sich bereits um seine Nachfolge. Kann dieser Knabe überhaupt kämpfen? Das ist ein schlechter Einfall. Er kann niemanden beerben, wenn er stirbt. Kann er ein Schwert schwingen? Ich habe schon etwas Übung, aber ich will nicht töten. Diese Männer sind meine Freunde, meine Landsleute. Entspann dich, kleiner König. Die halten dich nicht für einen Freund. Bedank dich bei deinem Vater. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die dir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Steig auf, Eivor! Es ist ein langer Ritt bis nach Tamerbjord. Ich wollte nicht unterbrechen, sorry. Seht sie euch an, diese heidnischen Arten. Aber nein, es ist nicht so zum Kotzen wie Twilight. Igitt, habe ich das gehasst. Sehr gut. Ergießen. Guter Geschmack. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Also ich habe meine Ex-Frau damals, die hat Bücher gelesen, habe ich ihr die Filme gekauft. Oder den ersten Film. Mehr gab es dann da noch nicht. Einen Kampf überleben wir nicht. Im Nachhinein dann alle anderen auch. Bist du das, Leo? Hab den ersten Film geguckt und hab nach 10 Minuten gedacht. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Das war jetzt kein Regisseur, der irgendwie was kann.
Das ist oder schon mal was gemacht hat. Und ich denke, dass es eher eine Frau ist, die Regie geführt hat. Und so war es dann natürlich auch. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30 ja, da habe ich es dann gelassen. So. Also, wenn sie dann geguckt hat, dann habe ich dann irgendwas anderes gemacht. Keine Ahnung, war im gleichen Raum. Hab das so mitgekriegt, aber habe mir gedacht, das kann doch nicht. Also Leute, echt. Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide. Wie kann man Vampire kaputt machen? Hat noch nie ein also. Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern. Und dann spielt der Typ auch noch den Batman, den aktuellen, ne? Also wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, nein, gucke ich nicht, mache ich nicht. So, dann habe ich den aber für einen Kumpel organisiert und habe gedacht, jo, lass mal laufen. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich bin ein sehr, sehr großer Batman-Fan. Schon 40 Jahre. Und, oh nein. Das war so ein Fehler, den zu gucken. Danach muss ich erstmal The Dark Knight gucken, um wieder runterzukommen. So, dann vielleicht jemand aus Nordwege. Aber dafür fand ich die verarsche Beileid sehr lustig. Ja, die war nicht schlecht, habe ich tatsächlich auch gesehen. Aus Nordwege. Das war ganz gut. So sanft, aber dafür bessere Dichter. Nordweger, Dänen. Für mich seid ihr alle Hunde. Allesamt gottlose Hunde. Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr auch Maß mega zu geil waren ja die Scary Movie Filme, ne? Ihr seid in Alter, was ich da gelacht habe. Hat unsere Bauten geschändet. Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Oh, ich glaube, da rappelt's gleich. Was uns gehört, bis aufs Letzte. Endkampf für Wenn heute. Wenn du meine Krone willst, Uber Ragnarsson, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen. Die Mauern bemannen. Muss da die Serien zusammengeführt werden. Muss man wohl auch beide gucken. Okay, okay. Das ist dann in Ordnung. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. Tameriad wird heute Abend uns gehören. Heute Abend. Sagt dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Ivar und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde das. Ich ebenso. Können wir da nicht einfach einlaufen? Müssen wir da jetzt so ein Terz machen? Oh, eine Schildmaid. Bist du bei der Boys durch? Ja, 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 ja. In der letzten Staffel waren schon kleine Teile der anderen Serie auch drin. Oh, okay. Ah. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich gehöre zu den Ragnarssons. Ich weiß, was du meinst. Okay, okay. Wird heute ein Kampf? Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Ja, ich werde es mal wagen. Vielleicht gleich schon die erste Folge. Also nach dem Stream, da brauche ich immer noch eine Stunde, um runterzukommen, bevor ich ins Bett gehe. Das passt dann so für eine Folge. Ja, greifen wir an. Erobern wir uns ein Königreich. Was wollen wir eigentlich mit War so geil brutal, die Boys, ne? Ich mag ja so geile Splatter-Effekte. Ist das in dem Ableger auch so, oder ist es da eher ich habe eine Tafel human für Jugendliche? Vor zwei Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden, nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein, schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Ableger ist auch blutig. Gut. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Damit ich auch gut schlafen kann. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. So, jetzt geht's ab. Man bezieht sich die Kraft der Hauptperson sogar auf Blut. Oh, okay, okay. Klingt vielversprechend. Ja,
Beste von Tamworth. Durch, durch das Tor. Ja, ihr da. Da. Angriff. Okay. Boom. Okay, ganz cool gemacht eigentlich hier. Das stimmt, Luba. Das stimmt. Überhaupt so. Also die waren richtig, richtig gut produziert, ne? Die ganzen Staffeln. Echt geil. Hört ihr auf mit euren Pfeilen. So, und los. Ah, gleich habe ich's. Komm, einmal noch. Aua! Hahaha. So, ich bewundere auch den Spagat zwischen Parodie und ernsthafter eigener Handlung. Ja, 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 genau. Bin nicht sicher, ob ich das hier irgendwo so gesehen habe. Exakt, exakt. Das meine ich nämlich auch. Das ist richtig, richtig gut produziert. Und geschrieben halt. Na komm schon. Der da vorne hat gar kein Schild, ne? Ich komme mir gerade vor, wie die Orks an Helms Klamm. Das Horn, Helm, Hammer, Hans soll erschallen in der Mark. Hey. Ja, mach den mal weg. Der stört mich. Da. Ja, los geht's. Aua. Hey, Digga. Ja.
Boom. Hey, hey, hey. Boah, ich hab doch den Schild gehalten. Da müssen wir hin. Also das Szenario hier erinnert mich ein bisschen an Rise, Son of Rome. Oder Sons of Rome. Oder, nee, Son of Rome. Wo man auch so die Festungen angreift in Rom. Ziemlich geil. Hey. Aua! Zack. Noch Fragen? Oh, geschafft. Ich dachte, wir müssen noch da rein. Perfektes Timing. Es ist vorbei, Burkett. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Ah, okay. Müssen doch noch rein. Ich könnte Lebensmittel gebrauchen. Nur noch was einstecken. Okay. Gehen wir mal rein hier. Könnte auch mal wieder aufräumen. Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Cheolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Cheolwulf. Verriegelte Tür. Um solche Türen zu öffnen, musst du ihr Schloss zerstören. Odin Sicht. Ja, die Tür, ne? Wo war der Sohn unseres Königs? Cheolwulf war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst. Deine Lügen entsprechen deinem Wesen. Oh, nein, nein. Noch mehr Dinge. Ah, da war eine Truhe. Wunderbar. Post. Königliches Abkommen an den allmächtigen König. Wir haben eine Abmachung. Jedenfalls, falls es immer noch dein Arsch ist, der den Thron von Mercia wärmt, wenn diese Nachricht ankommt. Was ich weiß, ist Folgendes. Die Ragnarssohns sind mit jemandem von deinen Leuten im Gespräch. Sein Name ist Cheolwulf, der CEO von Wulf. Zusammen schmieden sie einen Plan, dich zu stürzen und ihn an deiner Stadt einzusetzen. Ein Nordmann namens Sigurd ist eingetroffen und hat sich mit den Brüdern verbündet. Der Angriff wird bald erfolgen. Halte deine Männer bereit. Was deine Geheimverstecke angeht, sind diese vorerst sicher. Doch damit das auch so bleibt, musst du bezahlen. Ich erwarte deine Antwort, doch bitte schicke mir diesmal einen hübscheren Gesandten. Aha. Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Oh, Essen. So. Nix. Okay. Dann machen wir noch schnell die Tür hier auf. Da ist noch Essen. Ah. Volle Energie. Eva, ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Der Eva. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier, kennst du dieses Zeichen?
Fortunas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedun. Über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setze dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Brauchen wir Burkhard wirklich? Eine Ahnung, wohin Burkhard gegangen ist? Die Spur führt zu Tonna. Gehen wir. Wir verlieren Zeit. Tonna ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Die Lagerta. Und bring Geduld mit. Und eine Axt. Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Sylvester Stallone? Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Eva ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halt ihn von Eva fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister.